Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen fast den ganzen April über sehr günstig zu eurer Sonne. Und deshalb wird es bestimmt ein liebevoller Monat für euch. In euren Freundschaften gibt es einiges zu regeln, aber das bekommt ihr bestimmt gut hin. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich gern für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Auch diesen Monat verlose ich wieder ein schönes Geschenk, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kollegs wie das hier. Wenn ihr mitmachen wollt, bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt wollen wir in eure Sterne schauen. Euren Erlebnishintergrund, also die langfristigen Tendenzen, habe ich im Jahreshoroskop im ersten Teil genau beschrieben und das könnt ihr auch im Buch nachlesen. Und darin findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte direkt auf die Sonne empfangen. Einige der langsam laufenden Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Der Jupiter ist jetzt rückläufig und bestrahlt nochmal die Geburtstagskinder vom 10. bis 15. März mit seiner guten Energie. Den Neptun haben die Geburtstagskinder vom 5. bis 8. März auf der Sonne und er steht jetzt mitten in den Fischen und entfaltet damit seine größte Kraft. Das verstärkt natürlich eure bezaubernde Ausstrahlung, aber ihr seid dadurch auch etwas verpeilt. Ich kenne eine ganz süße Fischefrau, die hat jetzt den Neptun auf der Sonne und die Verehrer laufen ihr in Scharen nach, aber sie merkt eben auch, dass sie ganz schön verpeilt ist. Sie behilft sich damit, dass sie sich To-Do-Listen schreibt und alle Termine sorgfältig im Kalender einträgt, damit sie nichts vergisst. Es funktioniert. Diesen Monat haben wir ein wichtiges kosmisches Ereignis bei den Langsamläufern. Heilerplanet Chiron wechselt nämlich das Zeichen. Nachdem er 7 Jahre lang durch die Fische gelaufen ist, geht er nun in den Widder. Das bedeutet, dass die Fischegeborenen eine ganz wichtige Entwicklungsphase in ihrem Leben nun abschließen. Chiron hat euch gewissermaßen zu einem verständnisvollen Heiler ausgebildet. Wobei das nicht immer angenehm war, denn oft lernt man die Lektionen durch Chiron, indem man selbst gesundheitliche Probleme hat. Dieser Transit geht auch einher mit Selbstzweifeln und der Ungewissheit, ob man auf dem richtigen Weg ist. Aber man lernt dabei, tolerant zu werden gegenüber den eigenen Fehlern und Schwächen und denen anderer. Und man entwickelt sozusagen den inneren Weisheitslehrer. Vielleicht bemerkt ihr das, indem ihr in den nächsten Jahren eine größere Gelassenheit und mehr Selbstbewusstsein entwickelt und das Gefühl habt, bei euch angekommen zu sein. Indem Chiron in den Widder wechselt, geht er aus dem direkten Aspekt zur Fischesonne heraus, aber wenn ihr im Horoskop Planeten im Widder habt, dann werdet ihr natürlich weiterhin mit den Lektionen Chirons zu tun haben. Wenn ihr dazu Fragen habt, können wir das gern in einer Beratung klären. Oder ihr könnt es auch in meinem Webinar Antonias Sterne mal ansprechen. Da schaue ich ja live ins Horoskop der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Chiron wird Ende September nochmal rückläufig. Wenn ihr also in den letzten Tagen des Fischezeichens Geburtstag habt, wird er nochmal zu eurer Sonne zurückkehren, ehe er nächstes Jahr endgültig in den Widder geht. Darüber werde ich euch in den Monatshoroskopen informieren. Und schaut euch bitte auch mein Special über Chiron an. Jetzt wollen wir in die aktuellen Sterne für den April schauen. Der Monat startet mit der Sonne, dem Merkur, der noch rückläufig ist, und Uranus im Widder, und das ist bei euch im zweiten Sonnenhaus. Und das bedeutet, dass ihr bis Mitte des Monats vorsichtig sein solltet mit Anschaffungen und Geldgeschäften. Danach habt ihr mehr Sicherheit bei Entscheidungen und deshalb solltet ihr den Abschluss wichtiger Verträge auf die zweite Monatshälfte verschieben. In der Liebe und in euren Beziehungen sind die kosmischen Einflüsse günstig für euch. Die Venus im Stier verströmt eine wunderschöne sinnliche Energie und wenn ihr einen Liebespartner habt, seid ihr bestimmt angeregt, Zärtlichkeiten auszutauschen und solltet euch Zeit für die Liebe nehmen. Eure Ausstrahlung ist wahrscheinlich unwiderstehlich und jeder möchte mit euch ins Gespräch kommen. Ihr findet die richtigen, liebevollen Worte und verdreht eurem Gegenüber garantiert den Kopf, wenn ihr das wollt. Vom 5. bis zum 18. April haben wir eine anhaltende, besonders schöne Liebesphase. Aber wenn ihr alleinstehend seid, braucht ihr auch nicht enttäuscht zu sein, denn wenn Venus und Mars sich verbinden, setzen sie auch große schöpferische und kreative Kräfte frei. Wendet euch deshalb euren persönlichen Kreativprojekten zu und macht euch ans Manifestieren. Während dieser Zeit stehen die Sterne einfach großartig. Erwähnen möchte ich noch,
dass es möglicherweise bei euren Freundschaften zu Auseinandersetzungen kommen kann. Denn der Mars steht hier im Haus der Freunde und verbindet sich mit Saturn, Pluto und Lilith. Und das sind nicht unbedingt die charmantesten Kräfte am Planetenhimmel. Vielleicht wird es nötig, bei einer Freundschaft Konsequenzen zu ziehen oder euch von jemandem zu verabschieden, mit dem euch nichts mehr verbindet oder der euch nervt und Energie raubt. Das Gute an den Konstellationen ist, dass eine solche Trennung jetzt einigermaßen harmonisch über die Bühne gehen kann, weil euch die Venus dabei hilft, die richtigen Worte zu finden und verstanden zu werden. Ihr könnt es natürlich auch auf die Fische-Methode machen und einfach abtauchen und euch nicht mehr melden. Auch da besteht die Chance, dass die betreffende Person von selber merkt, was los ist und euch nicht weiter behelligt. Aber falls nötig, macht ruhig eine klare Ansage, dann ist die Sache ein für alle Mal bereinigt. Zur Monatsmitte ereignet sich dann die kosmische Energiewende. Die Kräfte des Wandels und der Transformation sind dann am Werk. Zuerst wird der Merkur wieder direktläufig am 15. April. Das müsst ihr euch merken, denn danach läuft es finanziell wieder besser für euch. Anschließend haben wir am 16. April einen spannenden Neumond in Verbindung mit Erneuerungsplanet Uranus. Und dann folgt am 17. der angekündigte Übergang von Chiron in den Widder. Das alles spielt sich bei euch im zweiten Sonnenhaus des Geldes und des Selbstwerts ab. Auf der psychologischen Ebene könnt ihr dann Fortschritte machen, wenn es um euer Selbstwertgefühl geht. Denn das ist bei vielen Fischegeborenen eine Schwachstelle. Weil ihr so sensibel für die Gefühle und Stimmungen anderer seid, fällt es euch oft schwer, in eurer Mitte zu bleiben und zu wissen, was ihr euch selbst wert seid und wo ihr steht. Deshalb bietet sich das Thema für die Neumond-Meditation an. Was braucht ihr, um euch wertvoll zu fühlen? Wie könnt ihr euch selbst wertschätzen und anerkennen, ohne dabei von anderen abhängig zu sein? Welches Verhalten eurer Freunde und Familienmitglieder wünscht ihr euch, damit ihr euch gesehen und gewürdigt fühlt? Oft beginnen ja Selbstwertprobleme im eigenen Kopf, im eigenen Denken. Und dieser Neumond macht es möglich, dass ihr ganz neue Denkansätze findet und von alten, einschränkenden Denkmustern loslassen könnt. Spürt einfach mal in diese Energie hinein. Eure Intuition wird euch den richtigen Weg weisen. Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Stier und damit aktiviert sie für die nächsten 4 Wochen euren Wissensdurst und eure Kontaktfreude. Haltet Augen und Ohren im Alltag offen. Euch können jetzt ganz tolle Leute begegnen und da braucht ihr gar nicht in die Ferne zu schweifen. Obwohl die Ferne, sprich eine schöne weite Reise, weiterhin unter guten Sternen steht und das noch bis November diesen Jahres. Am 24. April wechselt die Venus das Zeichen und geht dann in die Zwillinge. Damit bringt sie für knapp 4 Wochen viel Besuch und Trubel zu euch nach Hause und auch die Lust, euer Heim zu verschönern und zu dekorieren und den Frühling ins Haus zu holen. Aber werdet nicht träge und erwartet nicht, dass andere für alles sorgen, sondern ergreift selbst die Initiative. Der Monat klingt aus mit einem wunderbaren langen Wochenende und dem Tanz in den Mai und dazu haben wir sehr schöne Konstellationen. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben wir den sinnlichsten Vollmond des Jahres in den lustbetonten Zeichen Stier und Skorpion. Und der steht sehr günstig für die Fischegeborenen. Es wird also ein Wochenende der Lust und Liebe. Und wenn ihr Single seid, dann könnt ihr euch über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen, denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder Fragen zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen und dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich habe hier eins an, das ist der Steinbock. Und ihr kriegt dann natürlich das zu eurem Zeichen passende. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt.
Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 Euro und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Und dafür müsst ihr einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein neues Special über Chiron an, Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.